Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und wir bekommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der NF Marsch am Freitag. Ja, ich kann zwar eigentlich jetzt gerade nicht mehr so richtig aus den Augen gucken, weil ich bin im Moment, was heißt im Moment, aber eigentlich bin ich doch müde, aber mal gucken, ob ich auch noch gleich die Samstag und Sonntag Folge noch hinkriege, mal gucken. Ich wollte nur mal in so ein, ne, Mühe, sag ich mal, eben in den MB-Tag hier drin sitzen bleiben. Ob er denn auch jetzt wieder das Richtige auflädt. Na gut, das Auflad, warum er das jetzt nicht gemacht hat, klar, in der gestrigen Folge, da habe ich ihm natürlich was Verkehrtes gesagt. Das wäre natürlich meine Schuld, ne, ist ja klar. Gut. Ansonsten. Also der Fendt, der geht mir ein bisschen auf den Nerv. Ja, die sind fertig. Weil ich habe ihn nämlich gerade auch schon mal wieder, beziehungsweise ich habe ihn gerade in der Pause nämlich noch befreien müssen. Weil da hängt er nämlich auf der anderen Seite in den Bäume. Beziehungsweise er hängt auf der Straße. Also der Typ hier absolut nicht verstanden, warum er mit seinem ganzen Gerödel hier auf der Straße stand. Naja. Höchstwahrscheinlich würde er gleich wieder sagen, ich häng fest. Also da gehe ich ganz stark von aus. So, das läuft. Ich habe jetzt in der Woche, wir haben noch gar nicht wirklich bei den Produktionen geguckt, ob da irgendwas fehlt. Brauchen die da noch was? Oder da sieht es gut aus. Der hier läuft. Also der verteilt es ja auch noch gleich. Okay. Mag da gar nicht gucken, aber okay. Komposter. Oh, gut. Kalk mit Stein war mir irgendwie klar. Können wir ausmachen. Mischration ist wahrscheinlich voll. Oh. Wer hat's gedacht? Oder hätt's gedacht, ne? Aber das mit Diesel, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Ja. Ansonsten. Oder? Ach, jetzt USB-Platten auch noch. Jetzt irgendwie nicht so, denn steht jetzt wieder auf 1 Liter. Jetzt, ne, ich habe mal da wieder. Wenn normalerweise eigentlich Hackschnitzel produziert, das ist eigentlich selbst oder nicht?
Nee, ich glaube, das lohnt sich noch nicht, da drauf zu werfen, ne? Weiß auch noch gar nicht. Hatten wir da nicht mal was rausgeworfen? Oder. Wir können die einmal eben rausschmeißen. Wenn wir denn da hinkommen. Natürlich auf der falschen Seite, wir müssen zur anderen Seite. Aha, der Fan schon wieder, ne? Gut, aber das ist mal ausgelagert. Wir gucken noch mal eben einmal kurz rein. Ja, dann ist das wieder so ein bisschen ausgeglichen, will ich jetzt nicht sagen, aber so ungefähr, ne? Denn, ne? Müssen wir den Fan eben wieder helfen, ne? Wieder, dass er wieder auf so einer richtigen Bahn kommt. Ah, jetzt hängt er hier nämlich an den Bäumen. Dann muss ich den hier eingeben. Fünfmal Vorgewende oder. Da weiß ich manchmal auch nicht so recht. Bei einigen Gerätschaften, ne? Da läuft der wie ein Länderspiel. Also wirklich ohne Schwierigkeiten, denn. Weiß ja ganz genau, dass das Feld zu Ende. Ich muss dann in die nächste Bahn reinfahren und dann rückwärts zurück und was nicht alles. Und dann gibt es wieder eine Situation wie die hier. Da will er dann hier aus der Bahn rausfahren und quasi, ne, hinten um das Feld einmal rumdrehen. Kann er ja hier nicht. Darum manchmal verstehe ich das nicht, denn, ne, denn gibt es Momente, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Fährt er raus, fährt, sag ich mal, kommt denn zwar aber nicht in der Runde, fährt denn ein bisschen weiter raus, fährt in die Bahn rein, fährt rückwärts zurück, ne, setzt das Gerät ab und fährt weiter. Warum man das jetzt mit der Maschine hier nicht macht, ich weiß es nicht. Es ist manchmal ein Graus. Der fällt schon wieder weg, der ist schon wieder voll. Oh. Möchte ich gar nicht wissen, wie viel wir eigentlich an Strom im Lager haben. Och, Mensch. 4,1 Millionen. Ein bisschen haben wir, ne? So, irgendwie brauche ich, glaube ich, auch einen LKW. Wir müssen ja noch mal ein bisschen... Mischfutter im. Oh. Eieiei. Ein bisschen Mischfutter aus der Anlage holen. Damit die weitermachen kann. Ich glaube, ich mache gleich auch. Naja, also ich. Boah, mir fallen hier gleich die Augen zu. Da kann ich mir dann doch lieber sagen, ich mache morgen früh weiter. Weil morgen ist bei mir, ne, sowieso frei, also ist morgen Samstag. Oh, sehr alt. Nee, der hängt fest, der, ne? Will eigentlich gar nicht jammern, aber er muss zwischendurch ein bisschen, ne, jammern. Möchte ich da jetzt gucken gehen oder? Also du lädst nur ab, es ist schön. Ah, hast du doch geschafft. Ah. Arschloch. Was? Hat er jetzt nicht gesagt, ne? Nee. So, dann laden wir nochmal ab hier.
Also unsere Liste hier mit den ganzen Sachen, die ist fast am Ende, wa? Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht im Weg. Nicht, dass er jetzt gleich anfängt rumzuquaken. Ich komme hier nicht lang. Obwohl, eigentlich müsste er da aber lang kommen. Ja, das passt. Arbeit beendet. Ich hoffe, du bist das Fan. Ja. Sehr schön. Obwohl, dann muss ich jetzt eigentlich auch gleich reinspringen. Weil denn können wir den nämlich gleich nach Hause jagen. Weil dann steht nämlich noch länger hier rum. Kriege ich ihn wahrscheinlich nicht mehr vom Feld. Oder dann fährt er mir alles kaputt. Siehst du wohl. Den nächsten 150.000. Voll habe ich jetzt nicht vorhin eigentlich gesagt, 200.000 wären zu viel für einen Anhänger. Das ist eigentlich nicht der andere Anhänger oder den anderen Krampe-Anhänger, den wir haben. Hat der nicht sogar 200.000 Liter? Und der hier nur 250. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das damals so gemacht habe, aber. Ich bin mir. Warte mal, da muss ich hin. Nicht leihgerichte, die hier. Also, da habe ich mich auch den einen 200 und der andere 150. Ich meine, wenn man das jetzt wirklich machen wollen würde, den anderen Ladewagen oder mit dem anderen Ladewagen. Dagegen geht ja im Endeffekt nur der 200er, ne? Oder eben der 200. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das damals. Geht da noch eine? Nö. Ey. Oh. Ich glaube, ich brauche eine neue Maus. Ist mir jetzt so langsam aufgefallen, weil das nämlich schon jetzt des Öfteren passiert ist. Wenn ich irgendwo drauf geklickt habe, ist mir. Ey. Verdammt. Dass er manchmal einen Doppelklick gemacht hat, obwohl ich keinen Doppelklick gemacht habe. Das heißt, ich klicke da mit der Maus nur einmal drauf und. Die Maus selber macht einen Doppelklick. Ich meine. Puh. Müsste jetzt auch raten. 4 Jahre alt? 5 Jahre alt die Maus? Ich weiß nicht genau. Das Blöde an der Sache, diese identische Maus, die ich hier jetzt nutze, habe ich damals für 19 sowieso gekauft. Auch damals. Ne, bei unserer großen Plattform, ne, mit dem B, brauche ich jetzt ja nicht sagen was, wo, weiß ja jeder Bescheid. Wenn ich jetzt nachgucke und möchte genau diese Maus wieder haben, kostet die 30 Euro. So um den Dreh, ich meine 29 sowieso, irgendwie, ne, also gute 30 Euro. Wo ich mir natürlich
auch sage, das kannst du ja nachspeisen, ne? Rum, ne? Aber hat man ja vorher alles nicht gewusst. Ich meine auch, dass die im Endeffekt, ich meine, die, ich will die nicht schlecht reden, ich finde die eigentlich gut. Hat bisher eigentlich immer gut funktioniert, aber so langsam fängt sie an, echt ne, Sachen zu machen, die ich nicht will, in dem Sinne. Ich meine, natürlich die linke Maustaste ist ja die, die wirklich immer benutzt wird, mehr oder weniger. Ne? Also, wenn die jetzt natürlich nach, ich meine, irgendwie 4, 5 Jahre alt müsste die jetzt sein. Wenn die dann natürlich einen Geist aufgibt, ja, dann würde ich sagen, darf das auch, ne, nach der Zeit, oder? Glaube ich. Oh, ich sehe gerade, wir haben das mit dieser Folge auch wieder geschafft. Ich denke mal, ich werde jetzt auch, also die anderen beiden Folgen mache ich, glaube ich, morgen früh. Ich kann nämlich echt bald nicht mehr aus Augen gucken. Okay, wird aber mehr oder weniger jetzt für euch ja nichts ne, oder Dramatisches sein. Für die morgige Folge geht es im Endeffekt ja ganz normal hier weiter, ne? Okay, alles klar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und jo, bis morgen. Haut rein, ciao, ciao.